Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Als ich meine graue Eminenz, die graue 104, vorgestellt habe, bekam ich unter anderem als ein Feedback eine Rückmeldung, ich solle doch, da ich so viele Bänder habe, diese auch an dieser Uhr zeigen. Da das Video schon relativ lang war, habe ich mich entschlossen, ein zweites zu machen, indem ich die 104 mit einer Vielzahl von Bändern zeige und auch sage, wo ich finde, dass die Bänder gut passen und auch Bänder zeigen, die meiner Meinung nach nicht so gut passen. So, und nun wünsche ich euch viel Spaß mit meiner grauen Straps Queen, der SIN 104 STSAIA. Tja, das ist meine 104 STSAIA. Die Variante der SIN 104 mit dem anthrazitgrauen Sonnenschliff-Ziffernblatt. Nach meinem letzten Video bekam ich die Anregung, ich hätte doch so viele Bänder, ich könnte doch mal verschiedene Bänder an dieser Uhr zeigen. Der Anregung komme ich gerne nach, auch wenn ich sagen muss, Andi, du hast mich hier wirklich in eine verzwickte Situation gebracht. Denn ich habe alle meine Bänder nach Uhren sortiert abgelegt und jetzt habe ich totales Chaos in meiner Ablage. Aber selbstverständlich mache ich das gerne. Hier können wir die 104 sehen an dem grauen Alcantara-Band von SIN. Das Band ist, glaube ich, das, mit dem die Uhr bei SIN auch beworben und ausgestellt wird. Und ich muss sagen, es passt hervorragend und geht Ton in Ton mit dem Ziffernblatt über. Aber dieser Ton-in-Ton-Effekt hat natürlich auch eine gewisse Langweiligkeit, weil der Kontrast fehlt. Alternativ dazu könnte man auch ein Hirschband nehmen mit einer Alligatorenprägung. Durch die etwas stärker vorhandene Struktur kommt etwas mehr Lebendigkeit in das Gesamterscheinungsbild und die Uhr ist nicht mehr ganz so in Anführungsstrichen eintönig und bekommt einen etwas sportlicheren Touch dadurch. Was ebenfalls in meinen Augen sehr gut funktioniert, ist ein Band von Morellato, und zwar handelt es sich hierbei um das Band mit der Holzoberfläche. In einem anderen Video habe ich dieses Band in einem anderen Farbton schon einmal vorgestellt. Ein sehr angenehm zu tragendes Band und zudem ein sehr ungewöhnliches Band. Durch das dunklere Band setzt sich das Ziffernblatt etwas mehr ab und ich finde, es ist ein klein wenig herausgehobener und etwas stärker betont. Das stärkere Betonen des Ziffernblatts kann man auch dadurch erreichen, dass man ein Band mit einem noch helleren Farbton wählt. Hier ein Hirsch Performance Band in einem Honigbraun. Und auch hier finde ich, dass das Ziffernblatt viel stärker betont wird und viel stärker heraussteht. Etwas zwiegespalten bin ich bei diesem Vintage-Lederband. Hier weiß ich ehrlich gesagt wirklich nicht, ob das zur Uhr passt. Mein erster Gedanke wäre, nein, die Uhr ist im Erscheinungsbild zu edel und zu dressig, als dass ein solches Vintage-Band, übrigens auch ein sehr gut gemachtes Band, es passt nicht zur Uhr, meiner Meinung nach. Ein Band wiederum von Hirsch aus der Performance-Serie, was sehr neutral ist und eigentlich fast zu jeder Uhr passt, ist dieses hier. Und so würde ich die Uhr dann auch
problemlos auf einer Hochzeit oder einem festlichen Anlass tragen. Sie sticht ins Auge, ohne sich aufzudrängen. Gefällt mir sehr gut. Sehr überrascht war ich, denn ich hatte gedanklich sehr stark gezweifelt, ob das funktioniert. Auch hier wieder ein Hirschband aus der Performance-Serie, ein weißes Band an die Uhr zu montieren. Ich finde, es funktioniert sehr gut. Man braucht vielleicht ein bisschen Mut, um es zu tragen. Aber im Sommer, wenn die Sonne auf das Blatt scheint und das Blatt funkelt, ein zurückgenommenes Band, ich finde, es funktioniert sehr gut. So, jetzt habe ich noch drei Bänder, die ich euch zeigen möchte. Eines davon, finde ich, funktioniert hervorragend und zwei sind in meinen Augen Negativbeispiele, die ich an diese Uhr nicht montieren würde. Zurzeit mein absolutes Lieblingsband an dieser Uhr ist ein Band von Crown & Buckle. Auch darüber habe ich schon mal ein Video gemacht. Das ist das Crown & Buckle Anchorage, ein braunes Lederband mit blauer Naht. Und das, finde ich, ist wie für die Uhr gemacht und ich bin absolut begeistert und im Augenblick trage ich die 104 STSAIA, ein furchtbarer Name, nur an diesem Band, weil es mir so gut gefällt. So, jetzt kommen wir noch zu zwei Bändern, die, wie ich finde, überhaupt nicht funktionieren an dieser Uhr. Das eine ist das original zweiteilige Silikonband von Sinn. Auch wenn das schwarze Lederband gut funktioniert hat und von der Optik her das schwarze Silikonband vielleicht auch funktionieren würde, wenn ich es am Arm habe, dann stimmt für mich das Gefühl des Silikons und das Erscheinungsbild des Sonnenschliffziffernblattes nicht überein. Ich fühle mich damit nicht wohl. Diese Kombination funktioniert für mich überhaupt nicht. Und zu guter Letzt ein Band, was ich sehr, sehr gerne an meiner 556 trage, an der IB oder auch an der normalen I mit der roten Sekunde von mir. Ein wirklich tolles Band, was ein Hingucker ist, aber in diesem Falle hier frisst das Band die Uhr und schickt die Uhr in die optische Bedeutungslosigkeit. Das Band überlagert die Uhr und das wunderschöne Ziffernblatt der Uhr verschwindet im Band. Sehr, sehr schade drum, darum würde ich das so nie tragen. Ich muss feststellen, mir hat diese Art des Videos ganz gut gefallen und vielleicht werde ich das mit der ein oder anderen Uhr nochmal nachholen, denn man kann nicht jedes Band kaufen und manchmal ist es schön, Alternativen zu sehen. Was ich an dieser Uhr mit großer Wahrscheinlichkeit nicht tragen werde, ist ein Stahlband, weil ich persönlich finde, es passt nicht zu diesem wunderschönen Ziffernblatt. Vielen Dank, dass ihr reingeklickt habt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch meine nächsten Videos anschaut. Bis dahin, euer WatchMaxe.